Welche Nebenwirkungen denn? Eventuell diese Krankheit? Der Übergang ist mit der magischen Essenz dieses Landes verbunden. Genau wie die Feien dieser Region. Meine Einmischung hat sie in den Wahnsinn getrieben. Es ist eine notwendige Verderbtheit. Besser sind einige von uns wahnsinnig, als dass wir auf das Ende dieses langen Winters warten. Ich glaube, ihr seid wahnsinnig. Und was geschieht jetzt? Ich beende euer Leben. Was? Florion und die anderen dürfen nicht erfahren, was ich getan habe. Dann hättet ihr es mir nicht erzählen nichts, sollen. Bevor ich fertig bin und der lange Winter vorüber ist. Das finde ich aber nicht gut. Gehabt euch wohl, ich geb dir gehabt euch wohl. Und jetzt? Hä? Aua. Ich habe ihm noch eine Chance geben wollen, aber dazu nicht. Er ist schon mal weg. Oh, Vorsicht, Chakrame des Todes. Na, dann komm her, Elfe. Komm her, wenn du meinst, komm mal her, du. Bam! Ja, ich weiß, die war schon lange weg. Das habt ihr nun davon. Hättet ihr das mal gelassen? Wahnsinniger. Die Todesfeuerblume löst sich in den Äther auf, als du sie auf dem Altar vor dem Übergang legst. Das hat funktioniert, oder? Hat es funktioniert? Wir müssen jetzt zu ihm zurück. Zu Maxen. Maxen oder Maxen? Ich habe schon wieder vergessen, wie er genau heißt. Hat man mir zwar mehrfach erzählt, aber nö, Hanni hört ja nicht zu. Oh, wo geht's denn da lang? Dort ist noch ein kleines bisschen Glitzer in einer Truhe. Ja, das schnappe ich mir doch gleich mal. Primitiver Schrott und andere interessante Dinge. Ja, so Gegenstände, mit denen man arbeiten und schmieden kann, finde ich ja immer super. Alles andere ist nicht so mein Fall. Ich kann die Sachen zwar zerlegen, aber meistens kommen dabei nicht so gute Gegenstände raus. Und hier im Wasser ist ja auch noch jede Menge Zeug. Schnapp ich mir mal die trübe Magierscherbe. Ne, Magiescherbe, nicht Magierscherbe. Schnappe mir hier den Talisman, den ich jetzt gleich wieder in den Plunder hinzufügen werde. Und noch eine trübe Blitzscherbe. Na, dann wollen wir mal hier rausschwimmen. Einen Bericht erstatten. Vorher schnappe ich mir allerdings noch die Truhe da. Hallo? Schwer? Na, dann mal gucken, ob ich es hinkriege. Oh oh. Wow, das war extrem knapp. Dafür, dass ich nur einen robusten Talisman gekriegt habe, war das ein bisschen zu knapp. Was bildet euch ein, ne? Hey, was bildet euch ein, ne? Na, du möchtest du wieder. Die glauben wohl, sie können mit mir alle Spiele spielen, ne? Ist ja gar nicht so eine Frage, ne? Wo geht's denn hier lang? Was war da noch? Da war ich schon, ja. Das habe ich schon geplündert. Ich nehme auch immer einfach alles mit und verkaufe den Kram. Ich kurbel hier die Marktwirtschaft an ohne Ende, ja? Und wie wird es mir gedankt? Ständig will mich irgendjemand umbringen. Wer versteckt eigentlich diesen ganzen Kram hier? Das ist doch schon übertrieben viel Schrott. Wer macht denn sowas? Hä? Nichts wie raus hier. Der Weg führt mich direkt dorthin. Gut. Au, ah. Oh, ich, diese Pflanzen. Diese Schnappviecher. Die gefallen mir gar nicht, Mann. Da unten lang. Gott, wie oft habe ich mich vor den Dingern schon erschreckt. Kann man bei denen gar nichts machen? Kann man sich irgendwie an die anschleichen oder sowas? Ich würde die gerne einfach mal aus dem Boden reißen. Kenne ich ja nix, ne? Dann kann ich hier lang. Und dann dort hoch. Ja. Kein Problem. Was liegt denn hier noch auf dem Boden? Das sind Steine. Ein bisschen labyrinthisch wieder mal. Na, schon wieder so eine Schnappiblume. Die ignoriere ich einfach. Da habe ich bestimmt schon geholt, was ich holen wollte. Was war das denn für ein Geräusch? Das macht gerade so... Nein. Nicht noch mehr Monster, die auf mich lauern. Maxine! Ich verstehe. Halkyos Loyalität zu seinem König und dem Hof war stärker als unsere Freundschaft. Dass er sein eigenes Volk verdirbt, um den langen Winter zu beenden, ist höchst beunruhigend. Vielleicht ist er am Ende selbst ein Narker geworden. Habt vielen Dank. Bitte nehmt dies. Sie sind mit Feinmagie belegt und sollten euch unterstützen, wo immer ihr hingeht. Oh, ich habe Sachen bekommen. Und hat es funktioniert? Der Übergang hat sich verändert, das spüre ich. Aber ob der Schaden rückgängig gemacht wurde, den Halkyr angerichtet hat, bleibt abzuwarten. Kehrt zu Florion zurück und berichtet ihm, was sich hier zugetragen hat. Ja,
Der Florion, geht klar. Seid vorsichtig in diesen Landen, Sterbliche. Eure Art ist ihren Gefahren besonders ausgesetzt. Ja, ich weiß. Was habe ich von ihm bekommen? Hier habe ich irgendwas Besonderes Neues. Nee, da habe ich nur dieses Schrottschwert des Meisterwurstes. Da haben wir den Helm, den ich in den Plunder packen wollte. Haus Balladenroben, die ich nicht in den Plunder packen kann, sondern immer mit mir rumtragen. Warum habe ich jetzt auf einmal die Haus der Balladenroben dabei? Die hätte ich doch vorher nicht dabei. Sie war gerade nackt. Ja, da kann man mal sehen, dass dieses Spiel sehr auf Details achtet. Passt besser. Ich wollte ja weiter gucken. Das sind die Firestorm-Handwickel. Die können wir jetzt mal... Die sind nicht so gut wie die. Ich habe aber mein ganzes Zeug da rein investiert. Flüsterhautsandalen. Die sind nicht schlecht. Mehr Mana-Regeneration. Plus 50 mehr Mana, plus mehr Prozent Mana. Passen irgendwie auch besser. Ich packe den Kram hier mal einfach mal in den Plunder. Ja, ich mache das einfach mal. Genauso wie die... das sind die Roben des Arkanisten. Sind so schick. Ich tue sie trotzdem mal in den Plunder. Die kann man dann ja noch zerlegen. Nur nicht, dass wir den Plunder aus Versehen komplett verkaufen. So, gab es hier noch irgendwas Interessantes? Was habe ich von ihm bekommen? Irgendwas habe ich doch von ihm bekommen bestimmt. Und ich habe keine Ahnung, was es war. Ist ja auch völlig irrelevant. Dann gehen wir jetzt mal hier raus. Aufpassen auf gefräßige Pflanzen. Nicht, dass uns wieder jemand, ne, so unseren Gesicht... Nom. Das wäre ja nicht gut. Das würde mir gar nicht gefallen. Wow. Hab ich von meinen eigenen Bongos erschreckt. Zurück in den Alserund. Schnellreiseoptionen. Hallo. Ja, ich möchte gerne dahin schnell reisen. Danke. Ja, ich bin nicht gefährlich. Steckt eure Waffen weg. Es ist schön, euch zu sehen, Sterbliche. Florion, Auftrag erfüllt, aber es gab ungeahnte Komplikationen. Ich spüre, wie die Luft sich verändert. Die Verderbtheit des Narka-Fluchs löst sich rasch auf. Was für eine Schande, dass er von einem Lichtfeind verursacht wurde. Oh ja. Der Zirkel und ich gehen nun. Eine kleine Anzahl von Narka wird ohne Zweifel verbleiben. Wir holen unsere Brüder zurück und besiegen die restlichen Narka. Dank euch wird sich Alserund vielleicht wieder völlig von den Narka erholen. In Ordnung. Lebt wohl. Lebt wohl, Sterbliche. Grüße, Sterbliche. Tschüss. Ey, wartet, ich folge dir. Ich folge euch. Wo rennen die jetzt hin? Das würde mich interessieren. Es wäre das nicht schön, wenn wir so als Gruppe unterwegs sein könnten? Wenn wir so... Ich weiß Der auch Zirkel nicht. Der Zirkel von Engard möchte die Feienriten wieder einführen. Huch. Sterbliche. Wo rennt ihr denn jetzt? Okay, ich renne mal denen nach. Das scheint der Ort zu sein, wo sie hinwollen. Sie scheint wohl genau fixiert zu sein, wo sie hin muss. Die beiden sind sich nicht ganz einig. Ach so, die kümmern sich jetzt um die... Ist der jetzt wieder normal? Ja, ist wieder normale Feind. Sie ist nach da oben gelaufen. Der Sand von Alserund liegt auf einem Gewand. Die laufen nach da. Okay, die laufen alle in unterschiedliche Gebiete. Na dann, gehen wir jetzt mal zum Rote Marschin oder wie das da heißt. Da waren wir nämlich noch gar nicht. Und ich möchte ja die Gebiete erkunden. Au, was wird denn das? Ringelpiez mit anfassen, oder was ist das? Sind das feinähnliche Zeugungsrituale? Oh, da kriege ich ja gleich Pickel. Ja, ich gebe euch mal einen Dreck gleich. Ich gebe gleich Dreck. Au, ich versuchte auszuweichen und hab's nicht geschafft. Der Champion Engard ist nicht zurück. Cool, die kämpfen gegen die. Oh, mein Firestorm-Schild ist schwer beschädigt worden. Das finde ich aber nicht lustig. Wir sind der Zirkel von Engard. Dankeschön. Könnt ihr nicht immer mit mir reisen? Ihr seid sehr mächtig. Oh, ich habe Sachen kaputt gemacht. Gegenstände. Reparaturkits. Ja, der ist ganz kaputt. Der ist kaputt. Die Scheiben sehen auch nicht mehr so gut aus. Dup. Ist total unnötig, dass ich die Reparaturkits dafür verschwende, aber ich wollte einfach mal alles repariert haben. Da waren ganz viele Sachen nicht richtig kaputt, Honey, und du hast die trotzdem benutzt. Ja, ich kaufe noch mehr Reparaturkits. Ist ja gut. Sind da noch mehr Fein? Sind Fein. Nee, das sind Elfen. Wie süß solche Elfen aussehen. Oh, scheiße, ja, voll süß, Mann, ey.
Achtung, Feuer. Und jetzt gibt's eine Eisbombe. Und bam, Bitch. Jawohl. Das war die letzte, oder? Das war alles. Gut, da füllt sich dann auch schon wieder meine Fähigkeit auf. Das finde ich sehr gut. Wo geht's denn dahin? Die roten Marschen. Jetzt bin ich also hier in diesem Gebiet. Hier gibt's Kobolde. Ich mag ja Kobolde, muss ich ja gestehen. Ich finde die ja schon ganz drollig. Und Meteorattacke des Todes. Und was gibt's hier drin? Schrott und Schrott. Und noch mehr Schrott. Hat irgendwas gegrunzt oder kam mir das nur so vor? Ach, ich glaube, der Kobold ist gerade erst gestorben. Ich war mal wieder schneller als der Wind. Da drüben sehe ich schon einen neuen Schrein und ein paar Leute, die hier auf der Straße herumlaufen. Berührung des Todes, da fühle ich mich jetzt ganz komisch. Hallo? Ah, die Schritte einer weiteren Wanderin erfreuen unsere Ohren. Kling, kling. Ich bin hoch erfreut. Guten Tag. Ich nehme an, ihr reist nicht zufällig durch Galette, oder? Falls doch, würde ich nicht so angestrengt nach seinen Bewohnern suchen. Dort ist nicht mehr besonders viel übrig. Oh, warum denn nicht, seltsamer Kaufmann? Seid ihr ein Pilger? Ja, wir sind eine Art Pilger. Auch wenn die Bezeichnung Missionare vermutlich treffender wäre. Wir dienen unserem Gott und folgen seinem Willen. Ehre sei den Ori, ich habe eine ganz böse Vermutung. Wenn dort keine Bewohner mehr übrig sind, kann das sein, dass die eventuell, ja, vielleicht eurem Glauben nicht beitreten wollten und ihr meintet so, wenn ihr nicht das glaubt, was wir glauben wollen, dann müssen wir euch vernichten. Was soll das heißen? Es war wie ein Wunder. Angezogen von einem gemeinsamen Glauben kamen einige meines Ordens in das Dorf und wir brachten ihm Erlösung. Ich wusste es. Es gab Feuer und Blut und Schreie. Ja, viele Schreie. Und das alles allein zum Ruhme des großen Belen. Möge er gepriesen sein. Wahnsinniger Irrer. Ihr sagt, ihr habt sie ermordet? Wir haben sie befreit. Männer und Frauen, Alpha und Menschen. Wir haben sie zu Belen geführt, in sein Paradies. Im Gegenzug wird unser Zirkel den schlummernden Titan, Belens geliebten Diener, in diesen Ländern willkommen heißen. Doch seid unbesorgt, denn nun werden wir euch das Paradies zeigen. Ich hatte da so eine Vermutung. Paradies, das sind graue Namen. Das ist kurz gesagt, die sind ziemlich schwach. Oh, ja, ihr wollt gegen... Hallo, Handelsreisender. Auf nimmer Wiedersehen, Handelsreisender. Das ist ja krank. Jetzt muss ich ja auch noch gegen einen Glaubensorden kämpfen. Oh, und dann haben die nur Müll dabei. Wie konnten die ein ganzes Dorf auslöschen? Oh nein, sie haben alles niedergebrannt und alles vernichtet. Das ist widerlich. Das ist widerwärtig. Was gibt's denn hier? Moment, ich kann die doch automatisch aufbrechen. Nein. Nein. Ist manchmal einfacher, vielleicht, wenn ich es selber versuchen würde. Hier kann ich immerhin Sachen zerlegen. Das könnte ich ja dann mal machen. Und hier gibt es dann noch jede Menge Quests. Okay. Kavaliersroben, Napolsborken, blabiblups. Zerlegen. Schrott. Nee. Will ich nicht. Geh weg. Zerlegen. Entlegen. Verlegen. Umlegen. Ablegen. Auch die zerlege ich mal. Hui. Ich kann mich beamen. Okay. Haben hier noch ein paar Leute überlebt? Wer seid ihr? Colm Alba. Ihr habt es also in unser Lager geschafft. So wie ihr euch gegen das Testament gehalten habt, hatte ich darauf gehofft. Wir hier im Lager vertrauen einander, aber Hilfe gewährt man nicht so freigebig. Ich will offen sein. Das Testament hat mir etwas genommen und ich möchte es zurück. Unversehrt. Aber alleine kann ich das nicht. Das Testament? Bedeutet das, dass es diese Gruppe? Was haben sie euch genommen? Meinen Bruder Giran. Oh nein. Aber sie haben ihn nicht eigentlich genommen, sondern eher
verführt. Zu ihrem Glauben. Er war ein vielversprechender Adept der Scholia Arcana und dann ist er eines Tages verschwunden. Als ich hörte, dass das Testament etwas damit zu tun hatte, befürchtete ich das Schlimmste. Es gelang mir, seiner Spur bis hierher nach Galette zu folgen. Dann wurde mir klar, wie stark die Macht des Testaments in diesen Marschen wirklich ist. Was sollte er beim Testament wollen? Das würde er nicht. Giran, er war immer allein in seine Studien vertieft. Er war weise, sehr weise. Er kann sich dem Kult nicht freiwillig angeschlossen haben. Es muss unter Zwang geschehen sein. Und wenn nicht? Andererseits, seine letzten Briefe an mich waren... Nein, es ist nichts. Schon gut. Ich helfe euch, Giran zu finden. Ausgezeichnet. Mir stehen gewisse Mittel als Belohnung zur Verfügung, falls wir erfolgreich sind. Das höre ich gerne. Ich habe Grund zu der Annahme, dass er sich in der Ruine unter den Marschen versteckt, in dieser Gruft des Phyragnos. Wir treffen uns dort. Hoffentlich hat dieser Kult seine Klauen noch nicht so tief in Girans Geist gegraben. Das werden wir bald sehen. Das werden wir bald sehen. Gut, wir haben eine neue Quest und auch hier hat noch jemand ein Problem. Hallo, Ameltue? Oder wie du dich aussprechen Seid magst. Seid ihr diejenige, die für Kolm das Testament dezimiert hat? Ich bin beeindruckt. Nun, ich bin nicht wegen des Testaments hier, sondern wegen Gold.